Viele von Ihnen waren ja vor einem Jahr auch beim Herbstwurm. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen damals ging, aber ich bin nach dem letzten Herbstwurm raus und habe gedacht, ich muss irgendwas verändern. Das habe ich auch ein Stück weit gemacht. Und die Wochen danach waren dann geprägt von immer wieder Presseberichten über die heute weltbekannte Greta Thunberg. Und wenige Monate später war ich dann mit gespaltenen, aber durchaus positiven Eindrücken während meiner Mittagspause auf den ersten Fridays for Future Demonstrationen. Und das hat sehr viel positive Energie einem mitgegeben. Also deswegen die Empfehlung war gerade durchaus ernst gemeint. Und dann am 20.09. beim großen Klimastreik, da war für mich das erste Mal das Gefühl da, dass Klimaschutz als Wert eine große Breite an Leuten erreichen kann. Und das war ein tolles Gefühl und ich finde, diese Jugendbewegung, die hat auch in Baden-Württemberg inzwischen mehr Köpfe und Herzen erreicht, als wir alle je erreichen können. Und ist einfach zu einem wichtigen Partner derjenigen geworden, die sich für die Bewahrung der Welt, wie wir sie kennen, und den Erhalt unserer Lebensgrundlage einsetzen. Und dieser Glaube an das Bewahren der lebenswerten Zukunftsperspektiven und das Wiedererlangen der Balance sind für uns gewichtige Gründe, heute der jungen Generation hier ein Sprachfenster für Botschaften und Fragen einzuräumen. Sie haben das bereits getan. Und dazu haben wir den beiden Vertretern des Jugendbeirats der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg freie Hand eingeräumt. Und ich begrüße ganz herzlich zum einen die Frau Anna Bäuerle. Sie hat einen Master in Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsmanagement. Und den Herrn Sander Frank. Er studiert Politik und internationale Beziehungen in Konstanz. Herzlich willkommen. Sie bleiben noch ein bisschen hier. Und erst Botschaft, gleich Fragen. Sollen wir den Herrn Meinl gleich mit dazu nehmen? Ich glaube, so lange haben wir nicht mit unserer Botschaft. Sie dürfen gern gleich mit uns. Okay, dann begrüßen wir auch ganz herzlich gleich unseren Ministerialdirektor im Umweltministerium, Helmfried Meinl. Er ist inzwischen eingetroffen. Kommen Sie doch gleich mit hoch, wenn es um die Botschaften geht. Einen schönen guten Morgen, ja. Genau, herzliches Dankeschön erstmal von unserer Seite, dass wir hier sein dürfen, hier heute auch sprechen dürfen und nicht nur im Publikum sitzen und lernen und zuhören. Sander und ich engagieren uns beide im Bereich Klimaschutz, ob das jetzt bei Fridays for Future ist oder im Gemeinderat oder im Landesnachhaltigkeitsbeirat oder auf UN-Klimakonferenzen, also ganz, ganz divers. Und deshalb kommen wir auch, wenn wir uns eben mit dem Bereich Klima so auseinandersetzen, auch an dem Thema Sanierung gar nicht so wirklich vorbei. Ich denke, die meisten von Ihnen wissen, wie viel prozentual gesehen Emissionen deutschlandweit auch auf den Gebäudesektor eben entfallen. Das sind so um die 30%. Und dann sieht man hier auch erstmal, was wir eigentlich hier für eine große Stellschraube haben, was wir hier eigentlich reißen können. Ich meine, klar, wir müssen gucken mit der Ernährung, wir haben das Riesenthema Verkehr, aber es geht eben auch daran, dass wir unsere Altbaugebäude sanieren und dass wir gucken, dass wir energetisch eben auch bei der Sanierung gut vorankommen. Unsere Klimaziele 2020, dass wir die alle nicht erreichen, das ist inzwischen auch klar. Die 2030, die rücken nach und nach auch immer mehr in weite Ferne. Und dann muss man vielleicht auch mal nochmal so einen Schritt zurückgehen und sich so überlegen, okay, warum haben wir eigentlich überhaupt diese Ziele? Was sollen die eigentlich bringen? Die sollen eben genau das bewirken, dass wir auch in Zukunft gut auf dieser Erde leben können und dass wir eben auch eine zukunftsfähige Perspektive hier vor uns haben. Es geht ja nicht um irgendwelche Ziele, es geht ja nicht darum, dass man sich irgendwas aufschreibt, sich selbst das Leben irgendwie schwer macht. Nee, es geht eigentlich darum, dass wir eben zukunftsgerichtet vorangehen. Und ja, genau deswegen sind wir eigentlich auch froh, dass wir heute hier stehen dürfen und ein bisschen Fragen stellen dürfen. Und dann würde ich eigentlich auch schon übergeben. Ja, danke schön. Die Klimakrise betrifft oder beziehungsweise das Thema auch der Altbausanierung betrifft in besonderer Weise die Jugend. Das denkt man jetzt nicht an erster Stelle, aber wir sind die Nutzer von vielen öffentlichen Gebäuden, gerade in Bezug auf Kitas, auf Kindergärten, auf Schulen und auch Hochschulen. Bei uns ist es jetzt so, dass viele, viele Gebäude, die eben genau diese Einrichtungen sind, in der Kommune beziehungsweise in städtischer Hand liegen.
Dabei ist das Problem, dass es tatsächlich einige Kommunen gibt, die relativ stark verschuldet sind. In Baden-Württemberg haben wir nicht so ein großes Problem wie in anderen Bundesländern. Aber die Frage ist, wie können wir die Kommunen ermächtigen, diese Altbausanierungen vorzunehmen, wenn sie teilweise total verschuldet sind und die Altbausanierungen nur Renditen von teilweise 5-6% über eine Laufzeit von 20 Jahren verspricht. Wir müssen ja sehen, was nach 20 oder 30 Jahren sind. Womit werden wir die heutigen Gebäude mit dem heutigen Standard in 20 oder 30 Jahren heizen? Das wird nicht Erdöl sein, das wird nicht Erdgas sein. Das wird, wenn wir nichts machen, wenn wir es alles gut anders technisch hinbekommen, wird es irgendwelche grüne Gase oder grünes Öl sein. Das wird auf gut Deutsch gesagt schweineteuer werden. Wenn ich mir anschaue, Erdgas, Dampf reformiert, kostet 1,50 Euro, das ist der Herstellungspreis. Das dividiere ich durch 33, das ist sozusagen der Faktor für den Heizwert entsprechend, da bin ich bei 4,5 Cent pro Kilowattstunde. Das muss ich vergleichen mit dem Erdgas-Grenzübergangspreis, der liegt bei 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, ich bin einen Faktor 3 höher. Ich rede noch nicht über grünes Erdgas, sondern ich rede über graues Erdgas. Wenn ich es grün mache, wird es nicht billiger. Wenn ich daraus dann nochmal sozusagen Kohlendioxid aus der Luft abstrippe und daraus dann einen flüssigen Brennstoff mache, wird es auch nicht billiger, sondern wird es teurer werden. Das heißt, kein Mensch wird es bezahlen können, den heutigen Gebäudestandard mit synthetischen Kraftstoffen, die nach der postfossilen Zeit dann zur Verfügung stehen werden, hoffentlich zu heizen. Das müssen sich auch die Kommunen vorhalten oder das müssen sich auch ins Kalkül ziehen. Wenn man nur von heute auf morgen denkt, dann kommt man nicht drauf. Wenn man ein bisschen länger denkt, dann wird man sich das ins Kalkül ziehen müssen. Und dann sieht die Wirtschaftlichkeit ganz anders aus. Und ich finde es sinnvoll, wenn auch die Kommunen, wenn auch das Land mit Schattenpreisen erstmal rechnet und sozusagen die CO2-Kosten oder die Kosten, die CO2-Bepreisung, die ja kommen wird, schon mal sozusagen antizipiert, um heute die richtigen Investitionssignale zu haben. Denn sonst kommt der Landesrechnungshof oder was weiß ich was, die Gemeindeaufsicht und sagt, da habt ihr viel zu viel Geld ausgegeben, das ist unwirtschaftlich. Das ist nur deswegen unwirtschaftlich, solange man das sozusagen an den heutigen Brennstoffkosten orientiert. Wenn man das an den zukünftigen macht, und ich habe gerade den Ausblick ja gegeben, was bedeutet das, wenn man sagt, wir haben irgendwann mal grünen Wasserstoff und grünes Erdöl, dann kommt man in eine andere Preisdimension. Wir werden das brauchen, ja, und das wird dann so teuer sein, aber wir werden uns dann leisten, können wir die Gebäude heute ordentlich energetisch sanieren, 80% runter mit dem Energieverbrauch oder 90%, dann ist es dann nämlich auch nicht mehr so entscheidend. Und der andere Punkt kam ja auch nochmal, auch für den privaten Bereich, ist das nicht alles unwirtschaftlich, was da gemacht wird. Wir haben richtig weite Geschäftsfelder, deren Geschäftszweck ist der Handel mit Unwirtschaftlichkeit. Ich kann mich noch erinnern, als ich 4 Jahre alt war, wurde ich in der Zinkbadewanne von meiner Mutter abgeschrubbt. Da wurde ich genauso sauber wie heute, wenn ich mich unter die Dusche stelle. Das ist aber heute sehr viel teurer. Ja? Natürlich ist es angenehmer, natürlich ist es komfortabler, aber es ist nicht wirtschaftlich. Wenn ich in einer teuren Luxusküche mir ein Spiegelei mache, dann kostet das 10-mal mehr als das Spiegelei sozusagen in der Küche aus dem Baumarkt. Spricht nicht dagegen, das zu haben, aber man redet da nicht über Wirtschaftlichkeit. Ja, und wir sind noch nicht bei der Metalliklackierung und den Aluminiumfelgen und anderen Dingen. Also deswegen die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, das ist sozusagen als Maßstab, glaube ich, für den Konsumbereich nicht wirklich relevant. Natürlich muss man es sich leisten können. Und an der Stelle kommt dann die soziale Frage, das habt ihr auch aufgeworfen. Also was machen wir für die finanzschwächeren Kommunen, was machen wir für die einkommensschwachen Haushalte? Natürlich brauchen wir dafür Programme, um das zu entsprechend abzufedern und zu finanzieren. Das steht ganz außer Frage. Aber wir können nicht die finanzschwachen Kommunen und die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten in Geiselhaft nehmen, um den eigenen Komfort Zone nicht verlassen zu müssen, das geht nicht auf. Jetzt haben Sie es gerade schon angeschnitten, das Thema auch private Haushalte. Da habe ich mich auch persönlich gefragt, jetzt haben Sie das Thema, dass ich das ja rechnen muss. Ich meine, wir sind ja auch hier in Baden-Württemberg und in Schwaben und das muss ich ja rechnen. Wir haben ja schon Maßnahmen, wir haben verschiedene Regularien und trotzdem haben wir eine relativ niedrige Sanierungsrate. Wie kommen wir da voran? Woran liegt es? Liegt das irgendwie daran, dass die Kommunikation da noch zu schwierig ist, dass es nicht einfach genug ist? Lohnt sich es doch nicht? Ja, es lohnt sich schon auf die lange Sicht, aber eben erst auf die lange Sicht. Und das widerspricht so ein bisschen sozusagen der lebensweltlichen Erfahrung. Und deswegen glaube ich auch, natürlich brauchen wir Förderprogramme, das ist völlig klar. Aber ohne ein gutes Ordnungsrecht dahinter geht es nicht auf.
So, das ist sehr, sehr unbequem. Da wird man schnell als Verbotspartei und als Bevormundungspartei gemacht, niedergemacht. Wir hatten das Thema ja gerade gehabt mit dem Fleischkonsum, das kann ganz billig sein, dass Renate Künast vor einigen Jahren mal vorgeschlagen hat, einen Tag in der Woche in den Kantinen kein Fleisch, sondern vegetarisch essen, wurde sie niedergemacht politisch, das hat den Grünen auch viele Wählerstimmen gekostet. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eine Verzehrempfehlung seit Jahrzehnten eigentlich, die da lautet, zweimal in der Woche Fleisch, einmal Fisch. Da die Tage 7 Wochen hat, sind es 4 Veggie-Tage. Das ist die Verzehrempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und sie wird seit Jahr und Tag vom BML, vom Bundeslandwirtschaftsministerium, grundfinanziert. Das heißt also, auch dort war sozusagen der Aufruf zu 4 Veggie-Tagen in der Woche nicht wirklich so. Also, was lernen wir daraus? Es ist eine Frage, wie erzähle ich die Geschichte? Ja, und das muss man einfach machen, man muss es sozusagen positiv drehen und so. Aber klar muss auch sein, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, ja, wir werden Verbote brauchen. Sonst geht das ganz an der Stelle nicht auf. Es ist auch unsozial, es nur sozusagen über Freiwilligkeit zu machen, einfach weil wir psychologisch so gestrickt sind, dass wir nur sozusagen nur von heute auf morgen schauen und die allermeisten von uns und im privaten Bereich mache ich das ja genauso, muss man uns da nichts vormachen. Ja? Die Psychologie von uns allen ist da, sind wir alle gleich gestrickt oder sehr ähnlich gestrickt. Aber dass wir einfach den Rahmen haben, an dem wir uns orientieren und dann können wir uns darauf anwohnen. Stellen wir uns einfach mal vor, das Rauchverbot in den Gaststätten, in den Kneipen, das wäre über Förderprogramme gemacht worden und über Appelle gemacht worden. Also jeder lacht hier, ja, aber jeder freut sich auch die Raucherinnen und Raucher hier im Raum, dass man heute in der Kneipe sitzen kann und nicht eine verstänkerte Luft hat. Ja, Ordnungsrecht macht Sinn. Direkte Rückfrage dazu, welche Verbote würden Sie denn einführen, wenn Sie jetzt direkt Verbote einführen könnten? Nein, ich würde keine Verbote einführen an der Stelle, was Gebäudesanierung angeht, sondern ich würde einfach klar sagen, wie wir es ja mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz gemacht haben, wenn Heizungsaustausch, dann musst du auch etwas machen. Oder wenn deine Heizung ein bestimmtes Alter überschritten hat, das kann man sich auch überlegen, dann folgt daraus eine gewisse Handlung. Es macht ja keinen Sinn, eine frisch eingebaute Heizung, eine frisch gestrichene Fassade, gleich das Gerüst wieder ranzustellen, da verbrennt man wirklich mit Geld. Ja, sondern man muss es dann machen, wenn sozusagen der Zeitpunkt der Sanierung, der ohnehin fälligen, des ohnehin fälligen Neuanstrichs gekommen ist und dann sagen, so, jetzt machst du aber die Sachen richtig und vernünftig. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg an der Stelle. Grundsätzlich würde ich da auch noch mal eine Nachfrage stellen, weil bis eine Sanierung in einem Haus ansteht, normalerweise baut man die ja, dass sie besonders lang halten. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, wie wichtig der Energiesektor für unsere Klimaziele ist, wie weit wir vorangeschritten sind, wie weit die Klimakrise vorangeschritten ist, dann ist es doch nicht möglich zu warten, bis wir Häuser insgesamt sanieren müssen, sondern die energetische Sanierung muss eigentlich vor dem notwendigen Hausrekonstruierung bzw. Sanierung stattfinden, oder? Also wir können ja nicht warten, bis die Häuser baufällig sind und dann energetisch sanieren. Es geht ja nicht um Baufälligkeit, aber so, wenn es frisch gemacht ist, lohnt es sich nicht. Wenn es sozusagen 5 Jahre, bevor man es wirklich machen muss, macht, ist das in Ordnung. Ja? Also das gehört da schon mit dazu, dass man schaut, wann ist der richtige Zeitpunkt. Natürlich läuft ein Kühlschrank sozusagen unbegrenzt lange, aber wenn er fast, da geht er kaum kaputt. Natürlich macht es irgendwann mal Sinn, nachzuschauen, wie hoch ist der Stromverbrauch des Kühlschrankes und ist es jetzt nicht wirtschaftlicher, obwohl er noch läuft, ihn dann wieder auszutauschen. Wir haben damals, ich war früher bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen tätig, da hatten wir uns auch gekümmert gehabt um sozial schwache Haushalte und damals haben dann die Sozialläden alte Kühlschränke mit aufgefrischt, wieder schön weiß gemacht und sowas, ja, sahen top aus, das war was. Aber die haben natürlich schweinemäßig Strom verbraucht. Ja, und dann haben wir das mal nachgemessen und dann den Wohlfahrtsverbänden gesagt, es ist nicht eine wirklich gute Idee, den einkommensschwachen Haushalten sozusagen das Geld noch aus der Tasche zu ziehen dafür, dass sie jetzt zwar einen neuen weißen Kühlschrank haben, der aber wahnsinnig viel Strom verbraucht. Also da gibt es dann schon Punkte, wo man sagen kann, so, jetzt schneiden wir es mal ab und gehen das Ganze ins Recycling rein und warten nicht, bis es wirklich zusammenkracht. Und da muss man eine Balance finden zwischen auch Materialeffizienz und Materialverbrauch auf der einen Seite und Energieverbrauch auf der anderen Seite. Genau, jetzt haben wir es schon mehrfach gesagt, das Thema ist natürlich auf jeden Fall wichtig. Wenn man sich jetzt aber mit der breiten Öffentlichkeit auseinandersetzt, dann reden die über Dieselfahrverbote in Stuttgart, über Plastikstrohhalme und Plastiktüten, irgendwie, wenn sie einkaufen gehen. Jetzt macht das Land Baden-Württemberg tatsächlich schon sehr viel. Wir sind ja auf einer Konferenz mit Menschen, die freiwillig sich die Zeit nehmen, hierher zu kommen, die engagiert sind. Wie können wir die Sichtbarkeit in der Bedeutung von diesem Thema steigern, dass dieses Thema eine Bedeutung bekommt, die eigentlich angemessen wäre und dass wir aufhören, darüber zu reden, ob man mit seinem Dieselauto nach Stuttgart fahren sollte? Na, da finde ich das, was ihr macht mit den Friday for Future Bewegungen, den Demonstrationen, das hat ja Sichtbarkeit erzeugt. Das hat ja auch dazu geführt, dass jetzt einige Dinge
etwas besser vorangehen, als sie noch vor 2 Jahren zu denken gewesen wären. Lange nicht schnell genug, völlig klar. Das reicht nicht aus. Ja, das, was jetzt die Bundesregierung als Klimagesetzgebung da auf den Weg gebracht hat, das wäre vor 15 Jahren mutig gewesen oder toll gewesen oder viele tolle Punkte drin gewesen, ja, hätte man darauf aufbauen können. Aber nicht mehr jetzt. Jetzt ist zu spät für solche zaghaften Schritte. Und deswegen werden wir das auch im Bundesrat ablehnen, das Paket, wenn das in den Vermittlungsausschuss reingeben. Und das wird auch sicher funktionieren. Ja, das wissen wir schon, wie wir das machen können. Dafür reichen auch die neuen grün mitregierten Länder aus, um an der Stelle sozusagen die Zustimmung zu verweigern. Und dann muss die Bundesregierung das in den Vermittlungsausschuss reingeben. Es kann aber auch gut sein, dass trotz der Koalitionsregierung, die wir überall haben, wir auch etliche Länder bekommen werden, die sozusagen der Ablehnung des Klimapaketes und Verschiebung erstmal in den Vermittlungsausschuss zustimmen werden, und zwar zur grundlegenden Überarbeitung und nicht nur zu den zustimmungspflichtigen Finanzteilen. Das heißt also, wir wollen auch an das Thema CO2-Bepreisung ran, wir wollen auch an das Thema Pendlerpauschale ran, wir wollen auch an die anderen Themen ran, die einfach unterbelichtet sind. An Herrn Welzer die Frage, würde mich auch noch mal interessieren, die gleiche Frage, also gerade energetische Sanierung, wie kriegen wir es noch mal mehr vorne dran? Ich meine, wir haben jetzt schon gehört, es gibt die Beispiele, wir erzählen nachher noch selber welche. Haben Sie uns noch mal einen generellen Ansatz, also energetische Sanierung im weiteren Sinn, wie kann man das noch mehr transportieren? Also jetzt auch. Das werde ich gleich in meinem Beitrag noch ein bisschen deutlich machen, da will ich jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber es gibt super viele Beispiele, oder, ja, wo energetisch günstig saniert wird. Ich habe viel gelernt vor 20, 25 Jahren vom Institut Wohnen und Umwelt, Wolfgang Feist, Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser, der hat schon vor 20 Jahren angefangen, Passivhausstandard im sozialen Wohnungsbau einzuführen. Wir haben die Beispiele auch in unserer Sanierungsgalerie Beispiel. Mich hätte jetzt nochmal von der sozialen Perspektive her interessiert, was kann man, oder kommunikativ, wie kann man es nochmal mehr oder anders verkaufen, als über diese Beispiele, als immer wieder zu erzählen, ja, es ist ein toller Wohnkomfort und der Werterhalt des Gebäudes und natürlich eben Energie und Klima. Was fällt Ihnen noch ein? Wie kann man dieses Thema noch mal ein bisschen pushen? Ob man das pushen kann, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es eigentlich darum, anders zu sprechen. Das habe ich ja versucht in meinem Vortrag zu sagen. Und auch anders an andere Orte zu gucken, auch unserer eigenen Praxis. Ich bin jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen beiseite gegangen, weil diese Wand produziert unheimlich viel Wärme. Und ich finde es total seltsam, dass wir sozusagen uns angewöhnt haben, dass es keine Veranstaltung gibt, wo nicht ein riesiger Screen die Mitteilung macht, hier ist Frau Bäuerle und hier ist Herr Frank, obwohl ja die Menschen hier im Saal sich das merken könnten, wie die heißen. Aber das steht dann nochmal da. Ja? Und das meine ich jetzt nicht polemisch gegen diese Veranstaltung, sondern es sind unsere kulturellen Selbstverständlichkeiten. Und diese kulturellen Selbstverständlichkeiten verbrauchen irrsinnig viel Energie, ohne dass es in irgendeiner Weise einen Mehrwert hat. Ja? Und solche Sachen haben wir an ganz vielen Stellen. Und man muss vielleicht auch, was Kommunikation angeht, häufig über die Bande spielen. Ja, also nicht so, hört doch mal zu, das ist viel besser, wenn ihr mir zuhören würdet, weil ich habe jetzt was Tolles zu sagen, sondern man muss irgendwie auf die Dinge zu sprechen kommen, wo Leute selber gute Ideen haben und wo das matcht mit ihren eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Deshalb würde ich ein absolutes Sprechverbot für die Formulierung, die Menschen mitnehmen, erteilen, ja? Weil das ist ja auch schon so eine falsche Perspektive. Da stehen sozusagen wir da, wissen, was richtig ist, und dann ist unser Problem, nehmen wir die noch mit. Und das sind alles solche Rhetoriken, die die eigene Praxis nicht hinterfragen. Und ich glaube, wir kriegen sozusagen auch Spaß und mehr Lust und auch das irgendwie etwas Leichteres in die ganze Debatte rein, wenn wir anders beginnen, darüber zu sprechen und auch einfach auch mal spontaner sagen, das machen wir jetzt mal aus oder sowas, ja, und so Geschichten einfach so daran gehen. Und um die Minimierung jetzt, ja, gut. Gleich wird's kühler im Rücken, ne? Ja, toll, funktioniert doch. Ja, fast.
Ja, also wenn die Zeit noch übrig bleibt, eine kleine Frage hätte ich noch. Und zwar haben wir das Gefühl, dass oftmals Bestimmungen in der Baurechtsbestimmung, zum Beispiel in der Bürokratie, entgegen einer energetischen Sanierung stehen. Weil oftmals Mieteigentümer die Problematik haben, dass sie sich erstmal sehr viel damit auseinandersetzen müssen. Zum anderen gibt es zum Beispiel auch Denkmalbestimmungen, die eine energetische Sanierung schwierig machen, weil sozusagen ein Neubau des Gebäudes energetisch sinnvoller wäre, als es nur zu sanieren. Wie geht man mit diesen konträr stehenden oder kontraparadierenden Bestimmungen um in Bezug auf die Altbausanierungen? Also baurechtliche Hemmnisse sehe ich jetzt dann nicht wirklich. Es gibt technische, ja klar, aber das ist jetzt, Brandschutz ist ja jetzt kein Thema sozusagen der energetischen Sanierung. Ja? So, wenn ich ein denkmalgeschütztes Gebäude habe, wo ich außen an die Fassade nicht was nicht ändern mag, da kann ich es mit einer Innendämmung entsprechend machen. Das ist technisch ein bisschen anspruchsvoller, ja, da muss man auf ein paar Sachen aufpassen, aber es geht. Ja? Und hier ist ein Saal von Fachleuten, die wissen, wie man das machen kann. So, das grundsätzliche Problem ist natürlich das Mieter-Vermieter-Dilemma. Da gibt es noch keine wirklich gute Lösung. Das Problem ist so alt, wie ich mich erinnern kann und mit dem Thema Energieeffizienz im Baubereich zu tun habe. Da hat es noch keine gute Lösung gegeben, weil natürlich der Mieter die Heizkosten trägt, ja, und dann sozusagen von den Ergebnissen der energetischen Sanierung profitiert und die Investition liegt dann beim Eigentümer. So, und dann ist natürlich die Frage, was legt er auf die Miete um und wie ist das Ganze, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben schon mal den Vorschlag andiskutiert mit Wohnungsbauverbänden, wie ist es denn, wenn man sagt, bei der CO2-Bepreisung wird das dann nochmal augenfällig, dann wird der Heizstoff ja nochmal teurer, kann man nicht die CO2-Bepreisung beim Vermieter belassen und den Mieter davon freihalten. So, erstaunlicherweise sind die uns nicht gleich ins Gesicht gesprungen, obwohl das ja schon ein ziemlicher Angriff ist, ja, sozusagen so einen Vorschlag schon mal zu machen. Und wir haben dann gesagt, ja, okay, natürlich gibt es auch eine Verantwortung des Mieters, ist ganz klar. Ja, wenn das sozusagen das Heizen wenig kostet und ich einfach das Fenster aufreiße den ganzen Tag, weil es heizt ja genug nach, ja, so, dann ist das schon keine faire Lastenverteilung, wo wir dann gesagt haben, okay, vielleicht bei energetischen sanierten Wohnungen auf einen gewissen Standard, da muss es dann der Mieter tragen und bei nicht sanierten Wohnungen dann sozusagen der Eigentümer. So, ich könnte mir vorstellen, dass Haus und Grund im Dreieck springt, wenn man den Vorschlag mal öffentlich präsentiert. Deswegen machen wir das erstmal auch nicht. Aber wir diskutieren das einfach mal so. Ja, ich habe es ja hier nicht öffentlich gesagt, sondern einfach so im Kreis von Fachleuten. Einfach mal, dass man auch über solche Dinge nachdenken muss einfach. Ja, und da kommt man dann vielleicht ein bisschen weiter, weil das ist ein dringendes Problem und es gibt noch keine gute Lösung. Wenn es eine bessere Lösung gäbe, herzlich gerne. Gut, dann. Dankeschön, soweit von uns. Also wir wären mit unseren Fragen dann auch durch. Danke, dass Sie sich hier mit uns hochgestellt haben und sich die Zeit nehmen. Eine letzte kleine Sache noch von unserer Seite. Wir sitzen hier vor einem Riesenpublikum von Experten. Wir haben es gerade schon mal gesagt, wir haben eine Riesenchance. 30% der Treibhausgasemissionen entfallen in Deutschland eben auf den Gebäudesektor. Wir zählen auf Sie. Machen Sie was. Machen Sie was besser.